hallo, heute bin ich mal unterwegs. Kleine Angeltour wieder. Das erste Mal so richtig auf Friedfisch. Vorher immer eigentlich nur Spinnfischen gewesen und mal so ein bisschen mit Pose. Und heute haben wir eine Angelpose und eine auf Grund mit Fieder. Ich will dieses Fiedern eigentlich mal nur mal ausprobieren. Heute ist auch meine Frau mit. Sag mal hallo. 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 Ja, und das ist hier der Hirschenteich. Hier sollen angeblich Zwergwälze drin sein, was immer das auch sein soll. Also springen, also Bewegung im Wasser ist auf jeden Fall schon mal. Wir haben jetzt gerade erst die Angeln rausgebracht, 5 Minuten hier. Wir warten es mal ab. Das ist so meine Mischung. Ich habe hier so ein paar Cluster und ein paar Maden mit reingemacht. Nicht so viele. Ich habe nur eine Packung. Dann habe ich zur Not auch noch Wurm mit. Tja. Und hier haben wir noch Fischpellets, aber ich glaube, die habe ich irgendwie falsch eingeweicht. Ich denke mal, die werde ich zum Vorfüttern ein bisschen nehmen. Weil die sind, ich weiß nicht, das sind 4 mm und ich hatte so 2 Minuten eingeweicht. Aber die sind noch nicht so richtig irgendwie. Die kleben auch nicht wirklich. Also da fehlt, glaube ich, noch Wasser. Naja, schauen wir mal. Da zippelt was bei dir. Das wusste ich, ne? Das wusste ich genau, wenn ich dich mitnehme. Pass auf, ich fange heute nicht einen Fisch und du zippelst jetzt schon dran. Ey, wenn nicht, dann baue ich meine um, ne? Aber ich will erstmal, also wenn jetzt 2 Stunden. Also ich muss sagen, man könnte sich dran gewöhnen, ne? Weil irgendwie schon wieder abgefressen, ey. Bei so einem Wetterchen hier ist natürlich herrlich, hier zu sitzen am See und einfach so die Ruhe zu genießen. Hat was. Ich meine, immer möchte ich das nicht machen. Also ich bin jetzt nicht so ein reiner Ansitzangler. Das wäre mir dann doch nichts. Aber da hier sehr viele Welse und sehr viele Friedfische drin sind, habe ich mir gedacht, das bringt heute nichts, hier jetzt irgendwwie auf die 2 Hechte zu angeln, die hier vielleicht irgendwie mal zufällig reingekommen sind. Schauen wir mal. Also mit der Pose sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Eben schon was dran gewesen. Wir sind hier auf jeden Fall an einer guten Stelle, Schatz. Ich hatte gerade eine wichtige Grundsatzdiskussion mit meiner Frau. Darf man am Wasser pupsen oder nicht? Was sagt ihr? Erschreckt das die Fische? Ich meine, ich sag mal so Lautstärke. Sollen wir jetzt eine Lautstärke sagen? Pegel? Ein Pegel, ja. So ein leiser, der geht wahrscheinlich durch. Aber so ein richtiger, ne? Der kann schon mal so einen Karpfen verscheuchen, das stimmt natürlich. 80, 90. Ja, das sagst du mir jetzt, weißt du? Vorher machst du Kohlsuppe. Prima. Ich hatte eben einen Anfasser, richtig harten. Also mir ist fast die Rolle hier von die Rute vom Ding gehüpft. Aber natürlich genau in dem Moment, wo ich gerade mich umgedreht habe und habe irgendwas anderes gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen Wasser noch zugemacht. Aber dann war auch wieder Ruhe. Komisch. Ansonsten bis jetzt an der Rute totale Ruhe. Aber das war ein richtig. Die ganze Rute hat gleich geklappert. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Erster Fang des Tages, ein Zwergwels. Killerkopf, ich höre der Tropfen. Und ich bin das erste Mal dieses Jahr entschneidert. Also erster Fisch 2022, ein Zwergwels. Immerhin. Also ich muss sagen, alleine mit 2 Angeln ist auch bald schon grenzwertig. Ne? Ich sitze kaum wieder, da zuppelt das schon wieder hier. Sehr schön gehakt vorne an der Lippe. Es geht. Natürlich hat man wie immer den Drill und alles nicht auf Video, weil in der Zeit, das ging alles so schnell jetzt. Schön ist er. Mhm. Ich hatte auch erst vermutet, das war der Wind. Aber macht Spaß. Meine Frau hatte das bessere Auge, ja, muss ich zugeben. Ich habe immer auf die Pose gestarrt und ja. Weil ab und zu bewegt sich hier jetzt wieder, siehst du das? Bewegt sich schon wieder, wollte ich kurz sagen. Ja, das ist aber jetzt ist es aber der Wind, oder? Glaube ich, der Wind diesmal, ja. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, ne? Aber war ein schöner Drill.
Das macht richtig an der Federroute Spaß. Also ich werde auf jeden Fall dabei bleiben und öfters mal mit der Federroute losgehen. Das letzte Mal, wo ich in Nordhausen am Teich war, wo ich den Nachläufer hatte, weißt du, was ich erzählt habe? Da bin ich die ganze Zeit mit der Kamera auf der Brust rumgerannt und hätte nur draufdrücken brauchen. Aber ich dachte eigentlich, jetzt wo du hier sitzt, dass das ein bisschen ruhiger zugeht. Aber wenn es dann so beißt, dann muss es natürlich auch schnell gehen. Ne? Ja. Du bist jetzt mit dem Fahrrad da oben runter, ja? Wo? Von da oben runter. Ja. Der da? Ja. Das mit dem Fahrrad von da oben runter. Aha, gefahren. Hier ist gerade ein Fahrradfahrer da oben runter gefahren. Hut ab. Naja, wenn es schön macht. Schon ein Bängelchen. Hätte ich früher auch gemacht. Ja. Ich wäre sogar noch durch den Teich gefahren. Hallo? Ha. So, der nächste Fisch. Wunderschön. Der kommt natürlich auch mit. Schönes Kaliber. Sehr cool. Schön. Ich bin der König der Welt. Endlich. Ja. Endlich entschneidert, ey. Erfolg. Schick's mal Arthur. Ja, schick's mal Arthur, der ärgert sich. So, jetzt wollen wir die beiden noch messen. So, einmal die Schleier. Über 36, sehr schön. Mhm. Auch, ja, knapp 37. Aber so, wir werden dann langsam zusammenpacken. Ihr könnt noch mal meine kneipengebräunten Beine bewundern. Ich sehe dich nicht. Du musst mich auch nicht sehen hier. Ja, wenn ich aber nicht sehe, was ich aufnehme. Bing. Okay. Sag's doch. Und mecker nicht schon wieder rum hier. Hier, wenn die Kamerafrau sein willst, dann musst du dich auch ein bisschen mit der Technik beschäftigen. Ja, du gibst mir ja nie die Kamera. Weil du nie mit bist. Nee, du gibst sie mir auch so nicht. Wenn, dann mache ich alles verkehrt. Wie jetzt. Nein, Schatz. Ohne mich hättest du heute die zwei Fische gar nicht gefangen. Das wollen wir mal festhalten. Hm? Sonst gehst du mal alleine und fängst nichts. Heute bin ich mit. Warst du am Haken oder was? Nee, ich hab's aber gesehen. Den ersten Fisch. Habe ich dich gerufen. Stimmt's? Gib's zu. Aus. Schnitt. Gib's zu. Wir fahren jetzt nach Hause. Mach's gut, Freunde.